Wie seid ihr auf Kawaii gekommen? Das wollte ich dich immer fragen. Auf den Namen, gell? Was ist Kawaii? War das eine Abkürzung aller eurer... Gar nicht. Also, irgendwas, oder? Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einen guten Freund, der hat sich damals selbstständig gemacht als Corporate Designer. Nee, er hat zu mir gesagt, hey, wenn ihr das macht, dann braucht ihr aber auch eine richtige Marke. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach eine. dann mach eine. Dann hat er uns natürlich so das klassische Spiel, was wollt ihr modern, wollt ihr klassisch sein und welche Richtung es geht, haben wir ihm alles so beantwortet. Und dann kam er mit vielen Vorschlägen, unter anderem auch Kawaii, und hat gesagt, hey, ihr wollt iPad-Hüllen machen. Kawaii ist schwedisch und bedeutet Blazer, Jackett. Und dann dachten wir, oh, das ist cool, sowas Schickes, so ein Blazer, so ein Jackett für dein iPad. Dachten wir, Kawaii ist cool. Und dann hat's noch unsere ersten Buchstaben mit K für Kai und J für Jörg. Also Kawaii schreibt man mit J hinten. Dachte, passt auch geil. Und dann wussten wir, okay, das einzigste Problem oder Herausforderung ist so die Aussprache, weil viele sagen Kawatschei oder Kawatsch. Ich habe auch mal Kawatsch. Ich dachte, genau. Kawatsch. Da dachten wir, komm, egal, es gibt auch so viele andere Brands, die keiner weiß, wie man sie ausspricht, und haben gesagt, wir fühlen uns da einfach richtig wohl damit, den nehmen wir. Super cool, das ist echt lustig. Uwe, du weißt das schon, ich hatte ja auch 2010, 2011 ein Amazon FBA-Business mit dem Gyro Ball, einer Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts verschütten können sozusagen. Und unser Firmenname, der war auch schwer aussprechbar. Für manche hatte sich überhaupt nicht erschlossen. Die Firma hieß nämlich, es war meine allererste Firma, Impya, also M-P-Y-A. Und es war, ich glaube, Südafrikaans oder Suaheli, eins von beiden, und stand für glücklich sein, glaube ich. Und natürlich, wir saßen beim Notar und ihr könnt euch vorstellen, Sind Sie sich sicher mit diesem Namen M-P-Y-A-U-G? Und wir so, ja klar, es heißt Impya. So, Impya, was bedeutet das? Naja, aber da musste ich gerade dran denken, weil es genau so war im Endeffekt. Ja, und so, wir dachten halt, Nike oder Nike, weil sprechen ja auch die einen so, die anderen. Olofsson, weiß ja auch immer keiner. Ja, und dann dachten wir, komm, wir sind so bold, wenn wir mal so groß werden, dann sollen sie es halt aussprechen, wie sie wollen. Und zwar gerade in Amerika dann auch immer lustig, aber das war kein Problem, und wir haben es so wohl gefühlt, dass wir dann los damit gezogen.